Der Mythos um Loch Ness und die zahlreichen unscharfen Fotos von Nessie sind ein alter Hut, sagen Sie? Vielleicht. Und trotzdem besuchen jedes Jahr immer mehr Touristen den See. Für dieses Phänomen gibt es eine gute Erklärung. Die Stars hier sind nämlich nicht nur das Monster. Einer von ihnen lebt direkt am nördlichen Ufer des Sees, in Dores Beach. Ein Abenteurer mit fantastischem Ausblick in einem alten Wohnmobil. Sein Name Steve Feltham. Seit über 30 Jahren nimmt der gebürtige Engländer hier sein Bad am Morgen. Steves Beruf? Nessie-Jäger. Keine leichte Aufgabe, da der See über 36 Kilometer lang, 1,5 Kilometer breit und an der tiefsten Stelle 230 Meter tief ist. Und etwas unter Wasser mit bloßem Auge zu sehen? Fast unmöglich. Deswegen hat sich Steve auf eine andere Art der Monsterjagd spezialisiert. Jeden Tag beobachtet er für mehrere Stunden die Oberfläche des Sees und sucht nach verdächtigen Bewegungen oder Objekten im Wasser. Und das bereits seit 1991. Eine Tätigkeit, die viel Geduld und Ausdauer verlangt. Aber das Warten hat sich bereits in seinem ersten Jahr als Nessie-Jäger ausgezahlt. Einmal habe ich etwas an der Oberfläche des Loch Ness gesehen, das wie ein Torpedo durchschoss. Gegen die Wellen. Für weniger als 10 Sekunden. Ich war völlig erstarrt und zeigte auf das Ding. Was ist das? Und dann war es weg. Und ich dachte, das wollte ich doch fotografieren. Ich hätte Fotos davon machen sollen. Aber macht ja nichts. Ich dachte, das ist mein erstes Jahr hier. Nächstes Jahr sehe ich bestimmt wieder was und bin bereit, es zu fotografieren. 31 Jahre später warte ich leider immer noch auf die zweite Chance, das Foto zu machen, wofür ich eigentlich hier bin. Was genau in Loch Ness sein soll, darüber gibt es schon seit dem Jahr 565 Spekulationen. Der Mönch St. Columban soll damals einen Mann vor einem Ungeheuer im Wasser gerettet haben. Berühmt wird das Monster jedoch erst 1933. Als eine Zeitung über Ellie McKay berichtet, die einen walartigen Fisch gesehen haben will. In der Folge berichten immer mehr Augenzeugen von einem Wesen mit kleinem Kopf und langem Hals. 1934 taucht das weltbekannte Surgeon's Photograph auf. Es prägt für Jahrzehnte die Meinung, das Monster von Loch Ness sei ein Plesiosaurus, also ein Urzeitsaurier. In der Folge bricht ein wahrer Nessie-Jäger-Boom aus. In den 60er Jahren suchen Forscher sogar systematisch den See mit großen Kameras ab, ohne Erfolg. Bis in den 80er und 90er Jahren mehrere zufällig entstandene Fotos einen neuen Hype auslösen. Einer, der zu dieser Zeit plötzlich im Mittelpunkt steht, ist damals nichtsahnend am Ostufer des Loch Ness unterwegs. Hier ist die Stelle, an der ich was gesehen habe. So, 1997 war es genau hier, als ich am Ufer lang fuhr und etwas im Wasser gesehen habe. Ich stoppte und ich habe immer eine Kamera bei mir, seit meiner Zeit in Deutschland. Die Polizei sagte, die sei immer gut bei einem Unfall und dass ein Foto mehr sagt als 1000 Worte. Ich griff zur Kamera und drückte ab. Zu erkennen ist ein dunkles Objekt im Wasser. Deshalb lässt Richard White sein Bild von Experten überprüfen. Dann wurde es verrückt.
Lokalzeitungen berichteten, das Fernsehen, Interviews ohne Ende. Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Das Bild macht weltweit die Runde als möglicher Nessie-Beweis. Aber hat Richard das auch selbst geglaubt? Überzeugt bin ich nicht. Ich glaube nicht an einen Dinosaurier. Aber irgendetwas ist hier drin. Und ganz ehrlich, es bringt die Touristen hierher. Nicht nur Deutsche kommen, sondern Menschen aus aller Welt. Die meisten per Tagesausflug, denn die Unterkünfte am See sind oft ausgebucht, sowie die Bootstouren. Nur wenige Urlauber glauben ernsthaft an Nessie. Trotzdem reizt sie der Gedanke an ein Monster im See. Obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht gibt, aber trotzdem denkt man, ja, vielleicht sieht man doch irgendwas. Es gibt sie. Ihre Cousine lebt im Hudson River. Für Steve Feltham war Nessie aber immer mehr als nur ein lustiger Mythos. 1970 habe ich hier mit meinen Eltern und meinem älteren Bruder Urlaub gemacht. Ich war damals 7. Erwachsene zu sehen, die nach Monstern im See suchen, hat mich umgehauen. Ab diesem Moment habe ich gewusst, dass ich ein Monsterjäger werden will. Ich will dieses Tier finden. Und seitdem ist meine Begeisterung immer mehr gewachsen. Mit Ende 20 besorgt er sich dann eine Kamera, verkauft sein Haus, verlässt seine Partnerin und kauft sich ein altes Wohnmobil. Alles für ein neues Leben. Mein Plan? Ich fahre direkt zum Loch Ness. Vorher muss er aber noch seinen Eltern beichten, dass er das Alarmanlagengeschäft seines Vaters nicht übernehmen wird. Und was haben sie dazu gesagt? Wir haben es befürchtet. Und ich sagte, ach, und ich werde das Loch Ness-Monster suchen. Mein Vater war sehr lang Kriminalbeamter, aber das hat er nicht kommen sehen. Steve zieht seinen Plan durch. In seinen jungen Jahren als Nessie-Jäger beobachtet er zum Beispiel verirrte Seehunde und macht viele weitere faszinierende Entdeckungen. Bis irgendwann sein Wohnmobil, das er so liebt, schlapp macht. Am Dors Beach erlaubt ihm der Besitzer eines Pubs dauerhaft am Rande eines Parkplatzes stehen zu bleiben. Und das sogar mietfrei. Aber Geld muss Steve natürlich trotzdem irgendwie verdienen. Seine geniale Idee? Er verkauft selbst gebastelte Nessie-Skulpturen auf original Loch Ness-Steinen. Mit einer Geld-Zurück-Garantie, wenn jemand beweisen könne, dass Nessie nicht wirklich so aussieht. Seit Jahrzehnten läuft Steves Geschäft so gut, dass er mittlerweile selbst eine Kultfigur ist. Aber er ist auch ein von den Medien respektierter Loch Ness-Experte. Regelmäßig bekommt er Fotos von neuen Sichtungen zugeschickt mit der Frage, kann das vielleicht Nessie sein? Nein, kann es nicht. Das sagt jedenfalls jemand auf der anderen Seite des Sees. Im kleinen Ort Drumnadrachit. One, two, get down! Der 74-jährige Adrian Shine ist Wissenschaftler, Meeresbiologe, um genau zu sein. Er leitet ein Museum und das sogenannte Loch Ness Project, bei dem er sich mit allen Facetten des Sees auseinandersetzt. Sein halbes Leben hat er damit verbracht, Loch Ness wissenschaftlich zu untersuchen. Er hat Tauchexpeditionen unternommen, Wasserproben analysiert und mit allen technischen Mitteln den See durchforstet. Und auch wenn das verrückt klingt, er hat dabei tatsächlich zusammen mit norwegischen Kollegen Nessie gefunden. Ja, 2016 haben wir es gefunden. Die Munin, eine Unterwasserdrohne, tauchte für uns völlig autonom durch den See. Sie war ausgestattet mit einem hochauflösenden Sonargerät. Und es fand da unten, gut erhalten, das Loch Ness-Monster. Über 9 Meter lang, mit einem knapp 2 Meter langem Hals, auf dem Grund des Sees. Es war ein Monstermodell aus einem 1969 gedrehten Film. The Private Life of Sherlock Holmes.
Für den Film wurde eigens ein riesiges Nessie-Modell gebaut. Das ging aber leider während des Drehs unter und liegt nun auf dem Grund des Sees. Für Adrian Schein ist das aber auch das einzige Monster im See. Das meiste, was Menschen für Nessie halten, seien nur optische Täuschungen. Die gängigste Erklärung sind Bugwellen, die motorisierte Boote hinterlassen. Von einem sehr niedrigen Blickwinkel aus betrachtet, können sie bei seichtem Wasser aussehen wie eine Reihe von schwarzen Buckeln. Wie eine Seeschlange. Das hat sich dann, wenn man so will, zum Plesiosaurier weiterentwickelt. Wir alle lieben Dinosaurier, oder? Viele Sichtungen, die das suggerieren, beschreiben das Verhalten von Wasservögeln. Die alten Monsterjäger nannten ruhiges Wetter immer Nessie-Wetter. Denn dann können Wasservögel größer wirken, als sie eigentlich sind. Die Bewegung des Kopfes und das Eintauchen, um zu fressen. Ein Meerestier müsste so etwas nicht machen, oder? Außerdem wissen wir mittlerweile, dass Plesiosaurier ihren Hals überhaupt nicht so nach oben bewegen konnten. Das liegt am Aufbau ihrer Wirbelsäule. Er konnte sich nach unten biegen, aber nicht nach oben. Dass also auf diesem Foto kein Dino ist, muss auch Steve Feltham einsehen. 60 Jahre lang haben wir geglaubt, das hier ist das beste Foto von dem, wonach wir suchen. Das haben die Menschen gejagt. Deswegen bin ich hierher gekommen. Aber der Modellbauer Christian Sperling hat kurz vor seinem Tod zugegeben, dass er an der Fälschung des Fotos beteiligt war. Es ist ein Spielzeug-U-Boot mit einem angeklebten Plastikhals. Wenn dieses Foto als Beweismittel ausscheidet, kann sich auch das Bild eines Dinosauriers im See nicht mehr halten. Was übrig bleibt, ist lediglich ein Buckel, der natürlich kein Plesiosaurus sein muss. Es kann ein Fisch sein oder eine Reihe von Dingen. Aber das hier ist eine Fälschung. Leider, denn es war mein Lieblingsfoto. Jetzt nicht mehr. Die Enthüllung des Fakes, ein Desaster für die ganze Region. Um damals den Mythos und den Tourismusstandort am Leben zu halten, muss ein Marketingstratege her. Und der findet sich am Clansman Hotel am Westufer. Willie Cameron, der umtriebige Geschäftsmann, weiß, wie wichtig es ist, sich nach außen zu präsentieren, um Menschen für sich und eine Idee zu begeistern. Man braucht einen, der vor der Kamera steht, einen Sprecher für die Region. Und diese ehrenvolle Aufgabe ist bei mir gelandet. Loch Ness Marketing nennt Willie seine Firma. Als Werbebotschafter hält er weltweit Vorträge über den Mythos und die Region, vor allem in Asien. Willies Werbemaßnahmen sind erfolgreich. Bis zur Pandemie kommen jährlich knapp 1,5 Millionen Urlauber in die Region. Über Touren, Gastronomie und natürlich auch Souvenirs werden jedes Jahr fast 50 Millionen Pfund erwirtschaftet. Loch Ness und Nessie bleiben Schottlands Aushängeschilder. Und Willie hat es den Namen Mr. Loch Ness eingebracht. Die beste Werbung für Loch Ness sind aber natürlich Ereignisse, die für Nessie-Jäger und Wissenschaftler rätselhaft sind. Ein solches hat der Bootsführer Ronald McKenzie am 5. Oktober 2020 erlebt. An diesem Tag steuert er dieses Ausflugsboot, das mit einem modernen Sonargerät ausgestattet ist, um mögliche Hindernisse im Wasser frühzeitig zu erkennen. Plötzlich sieht Ronald etwas sehr Eigenartiges auf dem Bildschirm. Etwas, das er noch nie gesehen hat. Genau hier hatte ich 2020 den Sonarkontakt. Ich war gerade mit der 4-Uhr-Tour unterwegs und in der Mitte des Sees, wo es ungefähr 200 Meter tief ist. Und etwa 180 Meter unter dem Boot gab es dann diesen riesigen Ausschlag. Zuerst dachte ich, was ist das?
Ich habe einen Screenshot von dem Bild gemacht, es Steve Felfam geschickt und gesagt, hier, Steve, was meinst du, ist das? Das ist das beste Beweisstück, das ich jemals gesehen habe. Ein Gerät, das sagt, da ist ein Objekt so groß wie ein Lieferwagen, klar und deutlich auf dem Sonargerät. Was ist das? Sag du es mir. Wir reden über UFOs im All. Das hier sind die UFOs unter Wasser. So was Großes sollte hier nicht sein. Was ist das? Die Sonarkontakte sind echt. Wir müssen nur noch herausfinden, was genau sie sind. Adrian Schein hatte eine ähnliche Sichtung während der sogenannten Operation Deep Scan. 1987 fahren 24 Boote gleichzeitig Loch Ness ab. Dabei gibt es drei Sonarausschläge, die der Wissenschaftler nur unbefriedigend erklären kann. Aber er hat mehrere Theorien, was es gewesen sein könnte. Damals dachte ich an einen Stör als mögliches ungewöhnliches Wesen. Andere vermuten, es seien Welse. Und ganz andere sagen, es könnten Aale sein, die sich hier so wohlfühlen, dass sie riesig geworden sind. Tatsächlich haben Wissenschaftler vor kurzem in Wasserproben auffällig viel Aal-DNA im See gefunden. Loch Ness gibt also immer noch genug Rätsel auf. Egal ob Dino oder Riesenfisch, einer liegt weiter auf der Lauer. Aber was macht Steve eigentlich, wenn er irgendwann das Geheimnis um Nessie herausfindet? Entweder rufe ich so laut ich kann in die ganze Welt. Hier ist der Beweis. Das Geheimnis ist gelüftet. Oder ich denke ganz leise, okay, jetzt verstehe ich, was hier los ist und bin glücklich. Keine Ahnung. Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Vielleicht habe ich es ja schon gesehen.